Ja, eine Zigarette mal zum Kuchen und zum Kaffee, beziehungsweise wenn man fortgeht, vielleicht ein bisschen über den Durst trinkt, da schmeckt die Chick besonders gut. Doch das ist jetzt vorbei. Ab 31. Oktober, Mitternacht, also sprich 1. November, gilt für ganz Österreich Rauchverbot in Lokalen und es gibt absolut keine Ausnahme. Also man darf nicht mehr rauchen in Shisha-Bars, man darf nicht mehr rauchen in Diskotheken, man darf einfach absolut nicht mehr rauchen. Das heißt, man muss sich jetzt gerade im Oktober, November rausstellen in die Kälte und da ist es dann erlaubt, die eine oder andere Chick dann zu konsumieren. Viele haben sich natürlich schon aufgeregt, überhaupt die Wirte, die sagen, sie können einfach nicht mehr überleben, denn die Raucher, die waren etwas geselliger, die haben mehr getrunken, die haben auch mehr bestellt und wenn da keine Raucher mehr sind, dann können manche Lokale auch gar nicht mehr überleben. Viele sagen aber auch wieder, ja, das hätte schon vor Jahren auch so sein sollen, das Rauchverbot. Es funktioniert ja auch in anderen Ländern und muss auch in Österreich funktionieren. Also wenn Sie heute noch fortgehen, dann bis um 12 Uhr Mitternacht können Sie noch rauchen in den Lokalen, können Sie noch feiern und dann ist es Schluss. Es wird dann auch schon Razzien geben, also es wird dann auch ab Mitternacht in Wien beziehungsweise überhaupt in den Städten dann mehr schon Kontrollen geben und das kann wirklich teuer werden, denn auch nicht nur für die Lokalbesitzer, die oft teilweise Strafen rechnen müssen, bis zu 10.000 Euro und mehr, sondern auch selber, wenn man eine Zigarette in einem Lokal raucht, dann bekommt man schon mal eine Strafe von 100 Euro und bei einem mehreren Verstoß, also Wiederholungsfall, bis zu 1.000 Euro kann es dann auch schon werden. Also da geht man jetzt wirklich sehr strikt um. In anderen Bundesländern ist es ein bisschen anders, da will man dann erst ab 1. November dann wirklich loslegen mit den Kontrollen. Aber wie gesagt, schon in Wien zum Beispiel oder in den Großstädten, da beginnt man schon am Mitternacht. Ist natürlich jetzt auch für viele, die sagen, gerade Halloween möchte man noch feiern, möchte man vielleicht noch über den Durst trinken und dann noch ein paar mehr Zigaretten konsumieren. Aber da sind leider auch die Kontrollen schon wirklich sehr, sehr stark. Und wie gesagt, Sie können heute noch feiern mit Zigarette und Bier bis Mitternacht und dann ist Schluss, aus, vorbei.